Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du das Video guckst. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und ich nehme dich heute zu unserem fünften und letzten Skitag mit in die Berge. Es ist heute schon um 10, ich muss noch ins Bad, heute mache ich mir eine schnellere Frisur. Es war wirklich jeden Tag, dass wir später aufgestanden sind. Aber ich glaube, das hat Urlaub so an sich. Ja, der letzte Skitag. Mein Muskelkater, der war ja anfangs so stechend in den Waden, an der Seite von den Oberschenkeln. Und jetzt geht es irgendwie in so ein Brennen über. Also ich bin auf jeden Fall froh, wenn das dann erstmal vorbei ist und ich den Muskelkater auskurieren kann. Und so wie es aussieht, geht es dann nächstes Wochenende bei uns zu Hause schon weiter mit Skifahren in Klinowegg, Oberwiesenthal. Ihr könnt immer abstimmen, hier oder hier. Ich zeige sowieso immer die falsche Seite, deswegen zeige ich beide. Ihr könnt immer abstimmen, ob ich da die Kamera auch mitnehmen soll, denn da kommt voraussichtlich Toni mit, also mein Bruder, wer ihn noch nicht kennt. Also abstimmen, eine von den beiden Seiten ist es. So, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Ich gehe jetzt schnell noch ins Bad, denn es muss nun langsam wirklich mal losgehen hier heute. Ich finde die Lüftanlagen so beeindruckend. Mittag in den Bergen. Wir sind schon heute zweimal die Talabfahrt gefahren und guckt euch das mal an. Es ist und bleibt wunderschön hier. Ich habe heute übrigens absichtlich meine Tagescreme weggelassen. Die hat nämlich einen Lichtschutzfaktor, damit ich noch ein bisschen braun im Gesicht werde, weil im Winter bin ich immer blass wie so ein, weiß ich nicht, Fisch im Gesicht. Sind Fische blass? Egal. Da hinten ist das Ischgl-Sign-Zeichen. Da haben wir schon Bilder gemacht. Das kennt ihr ja. Hier ist die blaue Abfahrt. Die geht unten zu den normalen Liften, wo die Talstation, also unsere Bahn, wo die Silbretterbahn hochkommt aus dem Tal. Da ist die, sind die Station. Dreimal rundherum gequatscht. Jetzt haben wir es. Das ist auch interessant. Das sind alles Ski. Man hier. Die SDS-Studio. Klotten. Peking. Rio. So wie jeden Tag ungefähr eine Stunde vor Talfahrt fahren wir jetzt wieder bei dieser, wie heißt die? Bei der Patznau Natalia ran. Das ist das, wo das Après-Ski ist. Hier machen wir eigentlich immer erstmal nochmal einen ruhigen, bevor wir dann zum Schluss des Tages runterfahren ins Tal. Stay here, I'm here.
wieder der Wahnsinn. Noch ein bisschen genießen, bevor es wieder zurück ins kalte, graue Deutschland geht. Lecker, lecker, lecker. Okay, wir fahren jetzt doch nochmal hoch. Denn den letzten Tag wollen wir doch nochmal ein bisschen ausnutzen. Endspurt, von da oben kam ich gerade und jetzt geht's hier runter zu den beiden Häusern da hinten, da ist das Hotel. Ich fühle mich aber nicht mit, das ist eine Holperpiste. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Skifahren könnt, ob ihr das mögt und ob ihr oftmals im Skiurlaub seid. Das würde mich echt mal interessieren. Das Anfang für mich gewesen. Okay. Das ist unser Hotel, in dem wir die ganze Zeit waren. Morgen müssen wir nach Hause. So, wieder im Hotel angekommen. Die Haare sind on fleek, aber ich glaube, so muss das aussehen. Ich werde mich jetzt frisch machen gehen. Duschen. Ist immer mit das Beste vom Tag. Vor genau 3 Wochen war Dieter Bohlen sogar hier. Der ist oben mit dem Skido. Da haben wir ein Foto gemacht, wo das Ischgl-Zeichen war. Und genau da sieht man es gleich, da oben kommt gleich das gläserne Gebäude, da. Komm schon, da. Das ist die Padatschbahn, da haben wir zum Beispiel heute auch Mittag gegessen. Abendbrot. Hallihallo ihr Lieben.
vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viele von euch waren wirklich alle Vlogs über dabei. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Heute ist Silvester. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und knallt nicht zu dolle. Es kann auch nach hinten losgehen. Und genießt den Abend. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr könnt ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen oder einen Kommentar schreiben. Abonnieren ist kostenlos und würde mich super unterstützen. Danke dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.